Liebe Leute, ich weiß natürlich, am meisten Spaß macht es, meistens irgendwie einen schönen Trail runter zu flowen, mit ein bisschen Tempo und Sprüngen, was auch immer. Das ist natürlich individuell, manche mögen das, manche mögen aber auch die engen, schmalen Wanderwege, die sehr technisch zu fahren sind. Für alles, egal ob man schnell fahren will oder ob man langsame Herausforderungen sucht, ist die Balance entscheidend. Und ich verlinke unten mal ein Trackstand-Tutorial, wo ihr nochmal Tipps bekommt, wie ihr so stehen könnt. Aber mein Tipp ist so ein bisschen, geht doch nochmal zurück zu den Basics, auch wenn ihr schon Könner seid. Und eigentlich solltet ihr wirklich alle so lange beliebig stehen können, weil das eure Bike-Kontrolle so sehr verbessert. Ihr werdet Pilot statt Passagier. Wichtig ist auch, dass man sich mal eingesteht, dass man irgendwas nicht besonders gut kann. Und bei vielen ist es gerade dieses Balance-Ding. Man bestätigt sich immer gerne selber, was man gut kann. Und wenn man schon zum Beispiel ganz gut auf schnellen Trails, auf Sprüngen ist, dann macht man das immer wieder. Und das, was man nicht so gut kann, das meidet man eher. Weil da, das sieht erstmal, ja, so sieht ja jeder von außen, dass man das nicht so gut kann. Und ja, viele meiden das dann eher. Deswegen, ja, nehmt weiße Verkehrsstreifen auf einem Platz, wo kein Verkehr ist. Kleine, ganz flache Bordsteinkanten. Markiert euch selber schmale Dinger und trainiert das langsame Balancieren. Es gibt unzählige Videos. Ich verlinke da unten mal in die Videobeschreibung ein Video, wo ich da sehr viel Inspiration geliefert habe. Ja, aber jetzt hier selbst auf so einem Bikespot wie hier bei mir zu Hause gibt es dann oft so Holzbretter, die man balancieren kann. Aber schaut euch das mal an. Manchmal auch direkt mit Wippe, wo man balancieren muss. Oder wenn wir uns das hier mal angucken. Das Schöne an diesen Herausforderungen ist, mit Balance ist es meistens auch recht ungefährlich, weil man gar nicht so nur, ja, so wie bei Sprüngen ein großes Risiko hat, aber es ist trotzdem knifflig. Also man muss halt diese Finesse haben und manchmal braucht man noch ein paar Versuche, aber das ist irgendwie cool, auch mal einen neuen Reiz zu setzen, mal was zu machen, was nicht direkt so einfach klappt. Und ja, man kann auch kleine Balance-Spiele machen, wenn man zu mehreren Leuten ist. Ein bisschen Schneckenrennen, wer zuerst im Ziel ist und so weiter und so fort. Der hat natürlich verloren. Und ja, deswegen schreibt mir in die Kommentare. Seid ihr, habt ihr das Gefühl, ihr seid richtig gut mit Trackstand, Balance? Braucht das gar nicht mehr üben? Oder habt ihr, sagt ihr, ich würde es gerne besser können, aber irgendwie fehlt mir dann da die Muße, die Motivation, das zu machen. Deswegen bin ich heute hier, um euch zu motivieren und zu sagen, komm, jetzt fängt der Frühling, der Sommer an. Und am Ende des Jahres seid ihr richtige Balance Kings und Queens. Und ja, da hoffe ich mal, dass ihr richtig Bock bekommt. Das könnt ihr auch im Alltag trainieren, wenn ihr vielleicht Alltagswege mit dem Fahrrad bewältigt. Mein kleiner Tipp für die E-Biker, ich mache dann ganz gerne auf dem Motor ganz off, weil schon so kleine Kurbelbewegungen, die man beim Balancieren oft hat, manchmal dazu führen, dass der Motor schon ein bisschen Schub gibt. Und das ist dann recht unangenehm. Langsam fahren mit ruhigem Vorderrad. Bremse schleifen. Stehen bleiben. Weiterfahren. Man kann das natürlich auch nebeneinander machen als Schneckenrennen. Man kann natürlich auch kleine Pedal-Kicks einbauen. Immer kleine Kicks mit den Pedalen geben. Man kann auch weitergehen, Vorderrad kurz einschlagen, dann weiterfahren, Vorderrad länger einschlagen, stehen bleiben, das nennt man Trackstand. Das heißt, es ist ein unglaublich großes Feld, was man da beackern kann und tausend Übungen machen kann für dieses langsame Fahren, auf einer weißen Linie fahren, dann noch langsamer auf der weißen Linie fahren, auf der Bordsteinkante fahren, dann noch langsamer auf der Bordsteinkante fahren, eine kleine Treppe runterfahren, dann extrem langsam die Treppe runterfahren oder einen kleinen Steilhang, dann sehr, sehr langsam runterfahren. Und damit trainiert man natürlich auch noch andere Techniken, wie das Bremsen, aber dieses langsame Fahren gekonnt zu haben, ist ein A und O, und es wird euch noch besser machen, wenn ihr dann nachher ins schnellere Fahren geht, weil die Skills, die ihr euch dabei holt, einfach entscheidend sind. Wie im Kurvenvideo schon gesagt, kann man das super kombinieren. Man kann ganz enge Kurven fahren, ganz langsam dabei stehen bleiben. Ja, eigentlich hat man total viele Optionen, da auch die Themen zu kombinieren. Und natürlich die Königsdisziplin ist der sogenannte Trackstand. Dass man einfach so stehen bleibt, das kann man dann auch mit Kettenzug so ein bisschen vor zurück machen. Ich verlinke da nochmal Tutorial-Videos zu, aber es ist ganz klar, dass man das in so einzelnen Schritten auch gerne übt in der Methodik, dass man hingeht und dann wirklich erstmal langsames Fahren übt
und lieber erstmal ganz kurze Trackstands macht und dann weiterfährt, kurze, anstatt dass man hingeht und vielleicht anfängt mit dem Vorderrad rumzuwackeln oder total verkrampft, tief Druck am Lenker zu stehen, lieber entspannt aufrecht. Also, bleibt dran, übt die Balance, nur wer langsam gut ist, kann auch schnell gut sein. Und bin mal ganz gespannt, was ihr dazu berichten habt in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ha ha ha.